Die Seiten haben wir jetzt gemacht. Jetzt kommen wir zur Bindung. Es gibt ja viele verschiedene Albumbindungen, die ihr nehmen könnt, beziehungsweise die es im Netz anzuschauen gibt. Es gibt die Hidden Hinge Bindung, die ist von Kathy Otter. Die ist auch ganz schön. Für mich persönlich ist er aber relativ steif. Das heißt, wenn ich die Albumseiten da reinmache, ist es relativ schwierig, die Seiten plan zu legen. Ich habe es sehr gerne, wenn in meinem Album die Seiten sich leicht umlegen lassen. Deshalb bevorzuge ich die Bindung Stack the Deck von Laura Dennison. Und die werde ich jetzt auch machen. Und zwar, ihr braucht für die Stack the Deck Bindung ja eigentlich immer die gleiche. Die hat immer einen halben Inch, nee, ein Viertel Inch Platz zwischen den Seiten. Ihr braucht dann immer, also es ist eigentlich immer die gleiche Größe, nur müsst ihr im Endeffekt von der Höhe von euren Albumseiten davon ausgehen. So, meine Albumseiten sind ja 6¼ Inch groß. Das heißt, ich habe mir jetzt die Größe von dem Farbkarton ein ganz kleines bisschen kleiner wie 6¼ Inch. Also wirklich nur, also es ist kein 16-Inch dazwischen, sondern ja die Hälfte nur ein ganz kleines Stückchen kleiner geschnitten, damit ich besser in die Seiten reinkomme. So, jetzt braucht ihr wieder euer Falzbrett. Und zwar, ihr braucht jetzt drei Stücke Farbkarton. Wie gesagt, die Größe ist immer gleich. Die Höhe, also ein kleines Stückchen unter 6¼ habe ich das geschnitten. Und ihr braucht eins in der Breite von 1¾ Inch, 2¼ Inch und 2¾ Inch. So. Und die werden alle gleich gefalzt. Das heißt, ihr legt es an und falzt es rechts und links bei einem Dreiviertel-Inch. Also einmal Dreiviertel-Inch und einmal hier Dreiviertel-Inch. Das heißt, hier habt ihr ein Viertel-Inch Platz. So, dann nehmt ihr das zweite und falzt es bei Dreiviertel-Inch. Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch drehen und könnt es dann bei Dreiviertel-Inch wieder, ups, bei Dreiviertel-Inch wieder falten. Und das dritte bei einem Dreiviertel-Inch. Und hier bei einem Dreiviertel-Inch. Das sind dann bei 2 Inch. So. Lege ich mein Falzbrett wieder an die Seite. Und dann ziehe ich die Falzlinien wieder mit dem Falzbein nach. Und bei der Bindung hier werde ich jetzt, damit sich das alles richtig gut falten und an die Seite legen lasse, ist es gut, wenn ihr das Papier ein paar Mal in die entgegengesetzte Richtung faltet, dann werden die Fasern richtig schön gebrochen bzw. gedehnt und dann ist es dann leichter, dass sich die Seiten dann an die rumlegen, an die Seite legen. So. Hier jetzt auch nochmal. Jetzt das letzte noch. So. Und jetzt wird an die Hinterseite hier
an jede Hinterseite Klebeband angebracht, also an das Mittelstück praktisch. Wie auch schon des Öfteren gesagt, achtet bitte darauf, wenn ihr Alben macht, dass ihr wirklich ein Klebeband habt oder einen Flüssigkleber nehmt, der eine gute Haftkraft hat, eine extrem starke Haftkraft, dass ihr bzw. die Beschenkten lange damit Freude habt, weil ansonsten, wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich habe schon so in meiner Anfangsbastelzeit, als ich noch kein Sticky Tape oder sowas hatte, schon erlebt, dass sich die Seiten oder das Cover gelöst hat, weil der Kleber irgendwann, wenn er älter wird oder so, oder die Klebekraft nicht dementsprechend ist, dass sich das Ganze dann gelöst hat. Und das ist ja dann auch nicht schön, wenn man so lange Arbeit reingesteckt hat. Ja. So, und jetzt fangt ihr an, die Teile aufeinander zu kleben. Das heißt, ihr habt, wenn ihr das mittig ansetzt, habt ihr rechts und links immer einen Viertelinch Platz. Schaut, dass ihr so gerade wie möglich drauf bekommt, lasst euch Zeit. So, das ist jetzt die Bindung. Und ihr macht jetzt nachher auf jeden dieser Hinges, nennt sich das. Im Englischen, ich habe echt immer so ein bisschen Problem, das zu übersetzen. Auf die Seitenteilchen hier macht ihr auf Vorder- und Rückseite Klebeband drauf. Ich werde das nachher während meiner Pause machen, weil das hält ein wenig auf und ich zeige es euch dann, wie ihr dann weiter verfahrt. Ich lege das jetzt gerade an die Seite und dann kümmere ich mich jetzt mal noch ums Cover. Und zwar, ihr braucht Graupappe. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich die hingelegt habe. Graupappe in der Größe 6,5 x 6,5 Inch. Hier habe ich sie. Zwei Stück. Und ein Stück der Größe 6,5 x 2 Inch. So, da ich es hasse, dicke Graupappe zu schneiden, habe ich relativ dünne Graupappe hier. Das entspricht im Endeffekt so einer Cornflakes-Verpackung. Ich schneide mir das immer doppelt und klebe es aufeinander, weil dann kann ich es nämlich mit meinem Papierschneider schneiden. So, und das sind die Teile, die ihr für das Cover braucht. Wie gesagt, 2 x 6,5 x 6,5 Inch und 1 x 6,5 x 2 Inch. So, das Ganze könnt ihr jetzt entweder direkt mit Designpapier beziehen.
Ich werde es so machen, dass ich Cardstock zunächst dafür nehme und dann nochmal Matte mit Designpapier. Das heißt, ich nehme mir jetzt zwei A4 Bögen mit meinem schiefergrauen Cardstock und mache mir hier jetzt an eine Seite zwei Streifen Klebeband und klebe die übereinander. Und jetzt klebe ich mir mein zweites Stück hier drüber. Mit meinem Falzbein drüber, auf der Rückseite auch, damit das richtig gut klebt. So, jetzt lege ich das an die Seite und dann nehme ich meine Graupappe. Das hätte ich können auch schon vorher machen, habe ich aber vergessen. Also müsst ihr mir hier jetzt zugucken. Ihr könnt natürlich auch Flüssigkleber nehmen. Ich nehme jetzt, damit es nicht so lang dauert, mein doppelseitiges Klebeband. So, und das letzte noch. So. So. Jetzt nehme ich mein Cardstock und setze mir jetzt mein Mittelteil auf die Kante, wo ich das Papier zusammengeklebt habe. Ich glaube, ihr seht es auch ganz gut.
setze ich mir das so hier drauf, beziehungsweise stoppe ich jetzt hier das Video, weil wir wieder bei 15 Minuten sind und komme gleich wieder. Bis gleich.